Hi guys! Hier ist wieder Stefan vom Outdoor Family Adventure Channel, heute ohne der Isabel. Ja, und zwar geht es heute um eine Tagging-Runde. Ich wurde getaggt vom Laurenz vom Kanal Party Pro TV. Das Ganze wurde initiiert von Survive Alex, wobei mir der Name ein bisschen suspekt ist. Soll man Survive Alex, soll man den Alex überleben oder nein, natürlich nur Spaß. Ja, und zwar geht es darum, 5 Sachen zu zeigen, die man in einer Survival-Situation in einem Gebiet seiner Wahl mitnehmen würde. Ja, wie soll ich in eine Survival-Situation kommen? Habe ich mir folgendes Szenario überlegt. Und zwar, die Isabel, meine Tochter, überfällt eine Bank. Kann passieren. Ich hoffe aber nicht. Und da sie ja noch minderjährig ist, bin ich natürlich für sie verantwortlich. Somit würde mich die Polizei suchen. Natürlich würde ich dann abhauen. Ab in die Alpen. Und da würde ich, vorausgesetzt, ich habe gutes Schuhwerk, eine gute Hose, ordentliche Kleidung, an folgende 5 Sachen mitnehmen. Natürlich ein Messer. Und zwar würde ich mir da ein schönes großes aussuchen, ein stabiles, nicht zu groß, so dass man damit Essen schnippeln kann, die wilden Kartoffeln ausgraben, was auch immer, was in den Alpen wächst. wüsste ich nicht, da wäre ich wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen. Ja, man kann es zum Lagerbau nehmen, hacken, schneiden, schnitzen. Das ist das Red 7 von Ontario Knife Company. Ja, ein stabiles Messer auf jeden Fall würde ich da mitnehmen. Als zweites, natürlich auch Standard, einen Feuerstahl. Zum einen, um damit Feuer zu machen. Man kann ihn als Notsignalgeber verwenden. Ja, was auch immer man alles noch damit machen kann. Also ein Feuerstahl und Messer sind für mich so die wichtigsten Sachen, die man überhaupt haben kann. Und ja, das alles sollte richtige Größe haben. Nicht so ein Mini-Stahl, nicht ein Mini-Messer. Das ist ein Polizeiflugzeug, das mich dann suchen würde. Komm, geh weg, geh weg! Ja, dann. Auch sehr wichtig in den Bergen, speziell in den Alpen, wo es kalt wird, wo es viel regnet, ein Tarp. Da würde ich ein sehr, 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 sehr stabiles Tarp nehmen. Das amerikanische ist super geil. Ist super, super reißfest. Hat eine coole Tarnung. Man kann sich verstecken, man kann sich gegen das Wetter schützen. Man kann was transportieren. Gibt auch unendlich viele Sachen, die man mit einem stabilen Tarp machen kann. Dann Schnur. Ob das jetzt so eine Bankline ist, ob das Paracord ist, irgendwas, was ich halt gerade zur Hand hätte, wenn ich schnell meine 5 Sachen packen müsste. Ah, da kommt das her, 5 Sachen packen, oder? 7 Sachen packen? Weiß ich nicht. Und mein letztes universell einsetzbares Gerät wäre mein Buschpott. Zum Essen kochen? Na klar. Wobei sich mir wieder die Frage stellen würde, was würde ich denn essen, wenn ich nichts dabei hätte? Keine Nudeln, kein Reis, kein... Ich wäre ziemlich aufgeschmissen. Ich würde mich dann wahrscheinlich zu einem irgendeinen von euch in Österreich durchschlagen. Zum Beispiel zum Carlos und mich da mit Kaffee versorgen und mit Instant-Nudeln. Zurück zum Topf. Das sollte eine gute Größe haben. Das ist jetzt ein Alutopf. Ja. Man kann ihn zum Graben nehmen. Es geht irre viel schneller als mit den Händen oder mit einem Stöckchen. Zum Kochen, zum Wasser transportieren, zum Sammeln, zum Wasser abkochen.
alles Mögliche. Also wenn ich auf 5 Dinge mich beschränken müsste, dann würde ich wirklich 5 Sachen nehmen, die man multifunktionell einsetzen kann. Ja, und das wären meine 5 jetzt, die ich bei einer Flucht in die Alpen mitnehmen würde. Das war's für heute. Schaut's wieder rein, schreibt mir Kommentare, was ihr anders machen würdet, welche Sachen ihr nicht gut findet oder, ja, wie gesagt, was ihr verbessern würdet. Vielen Dank, Laurenz, für das Taggen. Das war mein erstes Mal. Jetzt kann ich das auch. Und ich wünsche euch viel Spaß. Geht raus. Genießt den Sommer. Ich finde es übrigens sehr geil, dass es so super heiß ist. Weil wann hat man das schon? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sagt euer Stefan und nicht Steffi. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, so schnell kann es gehen, Leute. Habe ich doch gestern tatsächlich vergessen, neue Leute zu taggen. Tag, 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 Team. Und zwar, hier sind meine 3 Nominenten. Nummer 1, der Joni und der Alex vom Kanal Waldläufer Alex. Nummer 2, der Corbinian oder Autodroll vom Kanal Nature Chilled. Und Nummer 3, Vanessa vom Kanal Outdoor Bavaria. Würde mich freuen, wenn ihr alle mitmacht. Ja, in dem Sinne nochmal einen schönen Tag, schönes Wochenende und macht's gut. Ciao, ciao.